Wir haben eine deutsche Reisegruppe von einem Reiseveranstalter aus Berlin, wo ganze Ziele von Extrazügen gebucht haben, die unterwegs auch anhalten, zu Fotozwecken. Und wir sind jetzt heute mit der SGA, St. Gallen Geiss Appenzeller Bahnzugskomposition, unterwegs gewesen, von St. Gallen auf Geiss und fahren dann später wieder auf Appenzell. Ja, unser Ziel ist natürlich, dass der vielfältige Museumspark, der heute noch existent ist, auch in Zukunft gehalten werden, und zwar betriebsfähig. Und da gibt es immer viel Arbeit. Auf der anderen Seite, die Bahn hat natürlich immer weniger personelle und auch finanzielle Ressourcen. Da probieren wir, in die Bresche hineinzuspringen und entsprechend die Fahrzeuge so vorzuhalten, auch in Zukunft, dass die weiterhin können unterwegs sein können. Der Altstädter Geissbahn-Triebwagen CFE 33 sollte wieder einen Zahnradantrieb bekommen. Er ist uns jetzt gerade auch noch kaputt gegangen zu allem Unglück. Wir müssen ihn jetzt noch vorzeitig außer Betrieb nehmen. Das nehmen wir mal zum Anlass, um das Zahnradprojekt offiziell zu starten. Und mit dem Ziel, dass man in 3 bis 4 Jahren wieder mit dem Fahrzeug auf Altstädten fahren kann, wo es ja ursprünglich auch herkommt.